Ein goldener Turm. So gülden. Aber der Edelstein fehlt hier trotzdem. Heißt das, ich darf jetzt so im Grimtail-Style hin und her reisen, oder wie? Weiß ich nicht. Ja, aber ich wesentlich nachher ein bisschen was zum Rausschneiden. So, dann den hier hin. Hab ich gefunden. Ein verzierter alter Dolch. Nee, komm, ne? Ich weiß, glaube ich, schon, wo der hingehört. Ich glaube, ich weiß, wo der hin soll. Eine Blair Witch-Puppe. Objekt gefunden, eine Strohpuppe. Das ist Blair Witch Project, ne? Ein kleiner Edelstein. Mit der Puppe kann ich noch nichts anfangen. Also der zweite Teil ist auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, länger, ne? Kann das sein? Der geht schon ein bisschen länger als der erste. Aha! Ein Papyrus. Ich sehe. Einstige Leben. Einzigstes Leben. Künftige Leben. Unmögliche Leben. Mhm. Na klar. Objekt gefunden. Ein Feuerstein. Ja, hier irgendwo, ne? Aber wo, wenn hier, dann... Okay. Die Funken fliegen ins Leere. Ich brauche irgendeinen Zünder. Strohpuppe hier. Das ist mein Humor. So ein Aufriss für zwei Lampen. Nice. Eine Stange ist eine Art Mechanismus, aber ich komme nicht an ihn heran. Ja, in Grimtails bräuchte sie jetzt einen Stiel. Ja, okay. Da kann ich gar nichts machen. Da geht auch nichts weiter. Ich hab gerade... Warte. Aha. Ne, Stange ist eine Art Mechanismus, ja. Aber nicht irgendein Stiel oder Stielähnliches. Es muss ein richtiger Stiel sein. Richtig, das ist ja bekanntlich Grimtails. So, hier ist jetzt ein Symbol. Man kann hier nur nichts anfangen, gerade. Also wohin der den Stangen in der Wand verbirgt. Das werden wir nie erfahren. Jo, bis dann. Tschüssen. Was sie wohl in den Stangen in der Wand verbirgt.
Hier ist auch nochmal so ein Symbol. Kann ich da noch hin? Wir wandern nicht jetzt. Ein Sandsack. Ach, ein Sandsack. Moin. Achso, diese. Hä? Jetzt. Okay, ein Papyrus, ein Mechanismus und irgendwas noch. Metallobjekt mit einer Sternenform. Was? Mit einer Sternenform an beiden Enden. Das hat ja gerade gar keinen Sinn ergeben. Ich bin stumpf wie mein Spiegelbild. Unsere Götter leben nicht hier. Dieser Weg bringt keine Erlösung. Dieser Weg ist nicht der meines Volkes. Ich muss es von ihm abhalten. Okay? Von wem auch immer. Okay, da ist irgendwas defekt oder was? Keine Ahnung. Irgendwas muss ich wohl zum Einrasten bringen oder something, or I don't know. So, sternförmig. I guess no. Metallobjekt hat eine markante Form. Ah, wirklich. Ich wüsste jetzt nur gerade nicht, wo das Gegenstück dafür ist. Aber das finden wir schon. Ah, hier. Da ist das Gegenstück. Eine Metallscherbe mit einem geriffelten Loch in der Mitte. Das war's? Okay. Mal gucken. Okay, aber wenn, wo sind dann die richtigen Symbole? Ach so. Ja, doof halt. Alles gut. Habe ich nicht gesehen. Und hier hängt da was aus der Nase. Objekt gefunden. Ein Menschenschädel. Das ist hier jetzt gerade nix, oder? Das ist der Rest vom Mensch. Ein Menschenschädel. Was kann ich denn mit einem Menschenschädel anfangen? Hier irgendwas? Echt? Wow. Ah, okay. Also wieder gerade hinsetzen. Jumpscares incoming.
Fuck you, Spiel! Na komm, das haut doch schon hin. Errungenschaft freigeschaltet. Templer auf. Wieder ein Kapitel erledigt. Richtig. Kapitel abgeschlossen. Du hast dich im Tempel gut geschlagen. Möge dich das Schicksal durch diese immer düster werdenden Kammern gleiten. Geleiten. Okay. Howdy. Nee, das sieht eher aus wie England. England des 18. Jahrhunderts. Nicht so howdy. Ich dachte, es wäre hier irgendwie so ein amerikanischer Saloon oder irgendwie sowas. Tempelschiff Zeit 0. Tod zu Hause, Wissenschaft. Sterne. Hier mit dem Boot und dieser hier sind meine Lieblingsparts. Aber wenn du das sagst, das ist immer schlimm. Schlimm, sag ich schon, das ist immer schwierig. Bailey and Sons. 5. März 1883. Fräulein Margaret Cox. Dies ist mein letztes Schreiben an Sie. Ehe ich das Verfahren einleite, über das ich Sie informiert habe. Verfahren. Seit dem Verschwinden meines Bruders haben Sie sich wie eine Klette an meine Mutter geheftet. Um ihretwillen möchte ich Aufsehen vermeiden. Doch Sie sind ein Scharlatan und eine Betrügerin. Und nötigenfalls werde ich dies auch verkündigen. Lassen Sie sie in Frieden. Andernfalls hat mir die Zeitung eine komplette Seite angeboten. Robert Bailey. Cool. Ein Sucher. In diesem Knopf fehlt sich ja was. Pointless Button. Was geht hier mit irgendwas? Mal einmal gucken. Was ist ein Sucher? Ach so, warte mal. Ein Sucher ist doch irgendwas beim Fotoknipsen, oder? Naja. Ein kleiner Metallgriff. Okay, kann ich sonst nichts erstmal machen? Wie mir scheint. Nö. Okay, dieser kleine Metallgriff. Eine Kurbel. Eine Kurbel. Dessen Gegenstück ich aber nicht weiß, wo es ist. Kann ich da durchgucken? Also mal durchlunsen. Mal reinlunsen hier. Achso, vorne ist ja noch diese Kappe drauf, ne? Ah, shit. Geht hier was? Aha. Was ist denn das hier? Kurbel? Kurbel? Nein. Ein Briefumschlag. Mit einer Notiz. Maggie Cox, 17 Franklin Court, London. E7. Für Simon Grayson, den großen Khan. Was ist bloß aus dir geworden? Du weißt, dass ich
deine Lügen durchschaue. Nur mich konntest du niemals blenden, glaube ich. Ich weiß, dass du es hast. Hast du ohne mich angefangen? Es klingt fabelhaft. Dieser Journalist lässt mich nicht in Ruhe. Und du stehst in meiner Schuld. Seit wann kannst du denn dem Licht der Öffentlichkeit widerstehen? Wir werden Pioniere sein. Ich werde um 9 am Löwen sein. Du wirst dort sein. Ich kenne dich. Max. Okay, Max. Ich wusste jetzt nicht, dass die Abkürzung von Maggie Max ist. Ich dachte, Maggie ist die Abkürzung von Margarete. Ja, so kann man sich täuschen. Okay, gib mir einen Tipp. Die Metallgriffe, die ich aufgenommen haben, passt sicher irgendwo an der Kamera. Also doch an der Kamera. Ja, voll gut. Jetzt können wir durchgucken. Nicht, dass das ein Gruselspiel ist. Also, Grusel, ne? Ist ja jetzt nicht so heavy wie... Weiß ich auch nicht. In der letzten Zeit waren die alle nicht so heavy. Was? Unendlich. Unendliche Dummheit mancher Menschen. Warte mal ganz kurz, Lesatur hat geantwortet. Ich habe dir aber eine neue Frage geschickt. Okay, also der Schreibmaschine fehlt offensichtlich ein Teil oder offenbar ein Teil. Also war das vollkommen sinnlos, dass das Ding jetzt hier aufgegangen ist, oder wie? Was ist das hier? Schubladen sind verschlossen. Na schön. Na klar. Damit irgendwas? Not really. Bücher. Leise und unberechenbar. Jumpscares wären auch für mich zu viel. Ja, lol. Ich muss mir die Lampe auf den Sekretär anschauen. Ach, die Lampe. Die Lampe. Was kann ich da? Ah, okay. Hä? Ach, da war noch ein Schalter.